Am Sonntag ist den indischen Behörden in der Nähe von Rameswaram in der Seeenge zwischen Indien und Sri Lanka ein Schlag gegen Schmuggler gelungen. Dabei konnten die Beamten rund 260 Säcke voll mit Seegurken beschlagnahmen, wie ein Sprecher der örtlichen Naturschutzbehörde bestätigte. Gegen 8.30 Uhr, als wir eine Routineuntersuchung gemacht haben, entdeckten wir ein verdächtiges Boot, das in Richtung Vedalayan fuhr. Wir haben es angehalten und überprüft und dabei festgestellt, dass dort gefährdete Arten von Seegurken in dem Boot geschmuggelt wurden. Wir haben den Fang sofort in Gewahrsam genommen. Wir haben mehr als 2 Tonnen Seegurken beschlagnahmt und die 2 Schmuggler an Bord festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen. In Indien stehen Seegurken bereits seit 1972 unter Naturschutz. Trotzdem kommen sie immer wieder als exklusives Nahrungsmittel, besonders in der chinesischen Küche, auf den Teller.